Hallo. Ja, euer Sternenkind, Sternengeborene, Sonja. Eine Geschichte. Und zwar, na, heißt die Geschichte Verlorenes Kind gefunden. Das Ganze hat sich heuer abgespielt in Bibione in Italien, am Strand. Es ist heiß. Meine Schwester und ich liegen auf unseren Handtüchern am Sand. Wir plaudern und lassen uns von der Sonne trocknen. Da sehen wir ein Mädchen vorbeilaufen. Sie hat rosa Schwimmflügel und einen dazu passenden Schwimmreifen in der Hand. Hektisch läuft sie den Strand entlang, wo ihr ein Italiener folgt, um sie zu stoppen. Das ist das verloren gegangene Mädchen, ruft er dem Strandmeister auf Italienisch zu, der neben uns auf seinem Aussichtstürmchen sitzt. Dieser springt herunter und will das Mädchen anhalten. Hält sie an der Hand. Das langhaarige Mädchen bekommt Panik und beginnt zu schreien. Ich will doch nur zu meiner Mama. Ich will doch nur zu Mama. Der Italiener fragt sie, ob sie Italienisch spreche. Und zwar auf Italienisch. Und sie antwortet nur auf Deutsch. Ich möchte zu meiner Mama und weint so bitterlich. Schnell springe ich auf, laufe hin und biete mich als Übersetzerin an. Ich frage, wie sie dann heiße und wie alt sie sei. So erfahre ich, dass ihr Name Daniela ist und sie 6 Jahre alt ist. Und genau heute ihr Geburtstag ist. Und sie hat auch einen Bruder. Der Rettungsschwimmer sagt, sie solle hier warten. Die Mama würde bald kommen. Ich übersetze dem Mädchen alles und überzeuge sie, dass die Mutter eben hier sie abholt und sie meint, nein, sie müssen in die andere Richtung gehen. Da drüben liegt die Mama auf einem rosaroten Handtuch. Und der Mann im roten T-Shirt mit der Aufschrift Salvatore, entgegnet mir, nein, die Eltern kommen aus der anderen Richtung. Die Kleine scheint ganz schön zornig zu sein. Sei arrabbiata, sagt er dann. Oder hat er gesagt. Und ich habe dann erklärt, naja, sie hat Angst, glaube ich. Ja. Und schließlich ist das doch ein fremder Mann und er spricht eine andere Sprache. Und er sagt dann, ich arbeite hier und zeigt auf sein T-Shirt. Und ich sage, ich weiß, lo so. Aber das Mädchen weiß es nicht, die ist ja sowieso schon in Panik geraten. Wir helfen dir, versuche ich ihr gut zuzureden. Der Mann hat mit deinen Eltern geredet, sie kommen gleich. Er sagt, sie sind 600 Meter entfernt. Und so versuche ich sie abzulenken und frage sie, ob wir uns gemeinsam in den Sand hinsetzen und ob sie in die Schule kommt. Ja, piepst das Mädchen und beruhigt sich langsam. Kannst du schon ein bisschen lesen und schreiben oder du lernst das dann? Na, ich kann das schon ein wenig, erzählt sie. Wie heißt dein Bruder? 7 Jahre alt. Ich wohne in der Hietzinger Straße, gibt sie mir preis. Ah, du wohnst in Wien, schön. Ich habe mal in Schönbrunn gearbeitet, also in der Nähe von Hietzing. Also es liegt ja in Hietzing, ja. Und kennt sie auch Schönbrunn. Und wir plaudern weiter. Und nach einer Weile eben taucht der Vater auf. Also der aufmerksame Bademeister blickt von seinem Aussichtstürmchen und teilt es mir mit auf Italienisch. Und dann sage ich zur Kleinen, na schau, wer kommt denn da? Schau mal. Und sie steht auf und sieht den Vater und läuft zu ihm und fällt ihn in die Arme. Und man kann auch seine Erleichterung in seinem Gesicht sehen. Also wie sehr muss man sich bitte als Eltern Sorgen machen, wenn das Kind verloren geht. Vor allem am Strand, am Meer, wo es vielleicht ertrinken könnte oder ein Verrückter einfach mit einpackt. Ja. Der Wiener bedankt sich mit einem Grazie zum Bademeister. Und meine Schwester und ich verabschieden uns auch und wünschen ihr noch einen schönen Geburtstag. Und ich denke, es ist das beste Geschenk, dass ihr heil wieder bei ihren Eltern ist. Und sie hat mir verraten, sie kriegt auch eine Sachertorte. Und da wünsche ich ihr wirklich einen schönen 6. Geburtstag noch einmal.